Willkommen! Ja, willkommen zurück! Ja, wir sind wieder da! Game Backtrack! Let's play! Super Mario, nicht Sunshine, sondern Galaxy 2. Ja, so sieht's aus. Ein Brief von Prinzessin Peach. Ja, wir haben länger nicht gespielt. Dann kriegen wir Herzen geschenkt, oder? Fünf Leben! Wie übertrieben, ja. Dann wollen wir mal in die neuen Galaxien aufbrechen, um zu gucken. Ja, gerne. Ich bin richtig... Letzte Woche habe ich ja gesagt... Also, wir haben jetzt eine Woche Pause gehaupt. Giga Goomba Galaxie, das klingt doch gut. Oh, sieht gut aus. Erinnert mich ein bisschen an Gulliver Goomba. Erinnert mich auch ein bisschen an Super Mario Bros. 3. Da gab es auch eine Stage, aber alles groß. Stimmt. Das ist auch witzig. Wow. Ich bin wieder verliebt in das Spiel. Also, ich habe richtig Bock. Wir haben gute Laune. Wir haben gutes Wetter. Willst du spielen? Nee, hau rein. Okay. Ich krieg dafür gleich eine andere gute Galaxie. Na ja, guck mal, wie ist der Luma? Luma, das ist ja zuckersüß. Was sagt er? Der sagt hi. Der sagt gar nichts. Doch, er sagt was. Ja. Sogar seine Schrift ist größer. Ja, für die Leute, die ein bisschen Sehschwäche haben, jetzt könnt ihr auch noch die Texte lesen. Ist das nicht ein Service, was wir hier machen? Oh, man könnte... Wow. Naja, los. Kometenmünze! Wirbelsprung. Oh, sauber. Ja. Falls ihr jetzt zufälligerweise dieses Video auserkoren habt, zu gucken, ihr seid auf Game Backtrack gelandet. Das ist ein Kanal, der befasst sich dann dadurch, dass wir Videospiele spielen, Let's Plays machen. Wir haben schon ganz viele Let's Plays, also ihr könnt euch ruhig durch die Playlists kämpfen und euch die verschiedenen Videos angucken. Wow. Ach, ich dachte, da käme eine Plattform hoch. Oh mein Gott. Ja, ey, das ist aber geil gemacht. Ja. Sagen wir andauernd. Also, wundert euch nicht, wir sind sehr verliebt in dieses Spiel. Und wir haben auch den Galaxy 1, den ersten Teil des... den ersten Teil gespielt. Der Teil ist auch sehr gut geworden, finde ich. Also das Let's Play. Ja, dann schon. Und falls ihr mal etwas für die Lachmuskeln haben wollt, haben wir auch noch ein Best-of-Let's Play zusammengestellt. Von Greedo und mir, also Minas. Und da haben wir so die wohl lustigsten Szenen, die uns passiert sind auch im Spiel, haben wir zusammengestellt zu einer Kollektion. Guckt euch die an, die ist auf jeden Fall gut und lustig. Auf jeden Fall. Es gibt bestimmt noch viel mehr, aber... Ja, es gab auch mehr, aber... Das ist so ein guter Vorgeschmack. Ich glaube, wenn man das gesehen hat, dann ist man bereit für mehr Videos. Genau. Außer... Euch gefällt der Humor nicht, aber... Aber dann seid ihr einfach nur humorlose... Leute. Nette Leute. Ich habe jetzt noch sehr gewählt ausgedrückt, ne? Ja. Gerade noch gerettet, würde ich sagen. Apropos gerade noch gerettet... Was denn? Ja. Ja. Ich spiele jetzt hier weiter, ne? Mach das. Ja. Also Greedo spielt gerade. Wir wechseln uns immer ein bisschen ab. Also immer... Er holt einen Stern, ich hole einen Stern. Außer die Sterne sind so, dass sie... innerhalb von einer Minute zu holen sind, dann sagen wir, okay, wir machen 2 Sterne. Ne? Wie unglaublich viel stärker die Goombas dadurch sind, dass sie groß sind. Ne? Ja, irgendwie nicht. Ja, genau so machen wir es. Theoretisch kann man das Spiel auch, wie gesagt, co-op. Ja, aber das macht keinen Sinn. Ja. Also, nee. Ich könnte es auch zeigen, aber ja, es ist aber nicht wirklich erwähnenswert. Wow! Vor allem, keine Ahnung, wir wollen ja das Spiel irgendwie so zeigen, wie es wahrscheinlich wäre, wenn man es alleine spielen würde. Ist ja eigentlich egal. Ja. Es ist auch ein Einzelplayer-Spiel, finde ich. Ja. Also. Ja, klar. Was sie vielleicht machen hätten können, ist, dass mal der andere Spieler Luigi spielt. Der ist aber von der Handhabung total anders. Also ist auch ein bisschen unfair dann. Aber so wie bei Mario World, jeder macht eine Stage, dann ist der andere dran. Das würde bei Mario Galaxy lange ja dauern. Asymmetrisches Gameplay. Okay. Diesmal vielleicht nicht verkacken hier. Was ist überhaupt nochmal passiert? Ich bin irgendwie sinnlos von einem Piranha getroffen worden und runtergefallen. Wahrscheinlich, ja. Hast du den Checkpoint nicht eingesammelt gerade? Keine Ahnung, eigentlich schon, glaube ich. Ich weiß nicht. Naja. Und da sind wir wieder. Aber ich finde auch definitiv der Teil schwieriger als der erste. Ja. Also der erste ist nicht einfach, aber ich finde, wir sind hier öfters abgeschmiert. Ja. Wir hatten mehr Probleme in dem Spiel. Süß. Oh, wow. Perspektive. Holy.
Wenn das auf 3D landet, dann... Verdammt! Okay, gut. Ah. Mein Gott. Ich dachte, der wird im Vordergrund irgendwo. Was? Vielleicht ist an deiner Werwolf-Story doch noch was dran. Hä, warum? Keine Ahnung, so Vollmond, da juckt mir immer die Nase. Ich dachte, das hätte jetzt irgendeinen Bezug zu meinem Gameplay oder so. Nö. Ich hab mir vorgenommen, mich einfach nicht mehr über dich lustig zu machen, wenn du spielst. Ja, das ist ratsam, weil ich habe gehört, das kann mitunter gefährlich werden. Aber der Güdel leidet so ein bisschen an Tourette. Ja, das kann passieren. Oh, fuck! Aber, ja. Ah, Weakless! Süß. Ja. Aber der Zusammenhang in diesem Level ist ziemlich, ne? Fragwürdig. Ja, das ist irgendwie... Noch ungeklärt. Vor allem, die haben echt ein Problem, wenn sie irgendwie hier weg wollen, oder? Ja, vielleicht gibt es hier sowas wie quasi eine Straßenbahn, die durch die Luft fährt. Oder so. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Oh, Feier-Schau. Mein Gott, was zum... Kann ich da einfach rüberspringen? Ja, weiter Sprung. Nee, ich hab bei diesem Level habe ich unglaubliche Probleme mit der Perspektive irgendwie. Vielleicht brauchst du echt eine Brille. Nee, ich brauch den 3D-Effekt von 3D Land. Echt jetzt? Nein. Ich fand, der hat besser gemacht. Niemand braucht diesen 3D-Effekt. Nö. Wobei teilweise echt in den Levels konnte man quasi nicht genau erkennen, ob eine Plattform weiter vorne oder weiter hinten ist, wenn man die aus hatte. Aber ich glaube, das war echt eine Schwäche der Programmierer. Ich glaube, das haben die extra gemacht. Ja, damit man den 3D-Effekt. Ja, genau. Das kam mir auch so vor. Ob man das jetzt als Stärke oder als Schwäche ansieht, ist, glaube ich, Geschmackssache. Aber ich weiß auch eher als Schwäche. Ja. Wenn man es eigentlich machen könnte ohne 3D. Ja, ist total dumm. Ich finde, es ist schön, wenn sie den Effekt implementieren, aber ich finde, man sollte sich aussuchen können, ob man ihn nutzen will oder nicht. Weil ich finde zum Beispiel, das 3D ist nur irritierend beim Spielen. Und die untere Galaxie ist übelst nervig. Ja, die nehme ich auch nicht. Ey, warum nicht? Fuck! Na, ein Stern, das heißt, ich muss die andere machen. Du erfährst die Riesengumba-Galaxie, ja? Ja. Silberstern im Honigbienendorf. Verdammt. Richtig. Außerdem kann die auch eigentlich ziemlich trollig sein. Das ist auch die, wo ich die verwechselt habe bei Mario Galaxy 1 mit dem Baum. Ich glaube, hier ist der Baum wichtig. Vor allem mag ich diese ganzen Bienengalaxien sowieso nicht. Warum eigentlich nicht? Ich finde die Musik schon klasse. Guck mal, das ist Luigi. Die war aus dem Weg. Ja, der wurde natürlich übernommen, der Bienen-Mario. Ist aber auch gut. Finde ich sehr... Was? Haben wir schon mal als Luigi... Ja, ich habe mit dem gespielt in der Geistergalaxie. Wie süß das ist. Ich mag Bienen Mario. Ich finde das eine coole Idee. Ich mag ihn nicht, weil er weder den Rückwärtssalto kann, noch einen Weitsprung kann. Ich weiß nicht, ob er den Backflip kann. Aber ich sag einfach mal nein. Oder kann er den? Nein, kann er nicht. Den Backflip. Nach vorne laufen, nach hinten springen? Ja. Nee, kann er auch nicht. Nee, kann er nicht. Ey. Oder ich, nee, ich mache ihn nicht falsch. Ich, so ein nutzloses Stück. Dafür sieht er niedlich aus. Oh. Nein! Nein, man muss ihn hier haben. Ja, schön. Dann kriege ich jetzt einen Bienen-Mario her. Rechts vielleicht? Ja. Da ist eine Röhre, die ich da reingehe. Ja. Ich gehe jetzt mal in die Röhre. Jetzt werde ich zum Anfang geworbt. Ah, das ist die Gewürfelspiel. Ich sage dreimal Leben. Leben? Ich sage Starbits, Leben. 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 Leben, Leben. Jawohl! Verdammt! Oh, hab ich mal recht, ne? Das tut mir mal gut. Da unten ist noch ein Leben. Okay, das hole ich jetzt nicht. Wie ihr seht, man wird teilweise auch mit Leben zugeschüttet. Das finde ich gut. Ich
Hier sind echt sehr viele 2D-Elemente in dem Spiel, muss ich sagen. Ja. Sehr oft in der 2D-Perspektive. Finde ich gut. Ja, finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Wobei ich auch, also ich finde echt, keine Ahnung, teilweise so Jump'n'Runs in 3D haben irgendwie etwas Probleme. Also irgendwie mit Kamera, ja. mit Steuerung, keine Ahnung. Und ich muss sagen, die 3D-Sachen in den Galaxy-Spielen sind überhaupt kein Ding. Die sind so gut gemacht, ja. Boah, das war schwach. Das Level nervt mich ein bisschen. Wie man sieht. Ja, ich kann sehen, warum nicht. Ja, ich mach's auch effektiv, glaube ich, nicht falsch. Ah! Kann man auch so hoch, ne? Ja. Ah. Na gut, aber es ist schwierig. Ja, well done, ne? Der rutscht die ganze von der Kante ab. Ja, oh. Ich spring von da. Ja, ich glaube, man sollte so fliegen, ja. Ha! Schau einer an. Damit geht's. Wow. Oh. Ach nee, ne? Ja, was gibt's sonst zu sagen? Weiß ich nicht. Schönes Wetter. Ja, gerade ist Foppes, ne? Fußball? Ja. Ja, hab ich gestern geguckt. Gestern hat Deutschland gespielt gegen Griechenland. Und? 4-2. Natürlich hat Deutschland gewonnen. Ja, das wäre ja peinlich gewesen, wenn Deutschland gegen Griechenland verloren hätte. Sag das nicht, wir sind nicht so schlecht. Ich weiß auch nicht, was gestern mit den Griechen los war, ne? Entschuldigung. Ich musste einfach lachen. Nee, also sei froh, dass du die andere Galaxie hast. Ich glaube, die haben im Moment einfach nicht so das Geld, um ihre Fußballer zu bezahlen. Aber ich weiß nicht. Alter. Naja. Ich hoffe, da unten rechts ist keiner. Naja, ich werde es sehen, wenn mir einer fehlt. Die sind aus Sunshine. Diese Wasserpistolen. Ja, irgendwie schon. Ist hier noch irgendwas? Bei den Galaxy gab es sie auch. Ja, ja, aber ursprünglich stammen sie. Was ist das? Guck mal hier. Ha. Boah, nice versteckt. Oh, die fressen einen auf, ne? Aber hier ist alles sehr feindselig, muss ich sagen. Ja, es fehlt mir trotzdem einer. Die Kamera macht jetzt gerade keinen guten Job. Ah, da hinten geht's weiter. Boah, das muss man aber. Das ist beabsichtigt, dass man hier runter muss. Ja. Oh, da wäre jetzt ein Nicht-Fliegen-Mario besser. Ich glaube, hier kann man sich auch wieder normal machen lassen. Überall Wasser ist. Mir fehlt noch einer, ne? Ja. Und ich glaube, der ist unter dir. Unter mir? Nicht? Nee, glaube ich nicht. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Aber ich glaube, ich kann mich zum normalen Mario oben machen. Weil dann kann ich da oben walljumpen. Das wäre natürlich krass, wenn Bienen-Mario nur an diesen Pflanzen sich hangeln kann, ne? Also, ja, dann geht's weiter. Also ziemlich straight, das glaube ich. Natürlich bin ich jetzt total aufgeschmissen, wenn man jetzt gleich Bienen-Mario nochmal braucht. Aber es sieht nicht so aus. Nö. Wow. Guten Tag, ich bin jedes Mal erfreut, eine Jungbiene begrüßen zu dürfen. Könntest du mir einen Gefallen tun? Etwas liegt an meinem Rücken, das kennen wir ja schon. Das ist ja in Galaxy 1 fast genau so. Also entweder ist das eine andere als im ersten Teil, oder sie hat ein extrem schlechtes Gedächtnis. Man weiß es nicht. Oder ist die Schwester. Sind geil, die Teile, ne? Ja. Ich mag die voll. Diesen Karamellgeschmack, das schmeckt immer so verbrannt. Ja, falls ihr euch fragt, worüber wir reden. Wir reden über harte Karamellbonbons mit einer Schoko-Ummantelung in einer roten Verpackung. Meinst du Daim? Wo Daim draufsteht. Hier. Ja, 14 Minuten, 2 Sterne. Das sieht man gerne. Und was ich rein... Oh, das hat schon der Pumuckl gesagt. Echt? Ja. Übrigens könnt ihr mal einen Lob an die Qualität äußern. Weil ich habe versucht, dieses Video mit einer besseren Qualität hochzuladen als die anderen Let's Plays. Oh, das ist jetzt zwei neue Plätze. Hä? Den hatten wir jetzt das erste Mal. Hm. Komisch. Ja, ne? Ah, immer. Hä?
dass man immer in diesem Raum ist. Ätzend. Trotzdem, Galaxy 1 hat mehr Weg zu den Sternen. Ja, klar. Vor allem, aber ich meine, dieser Raum ist zu nichts gut. Ist cool. Aha. Das ist mir gar nicht mal noch nicht so gerne Strandler beziehungsweise. Echt nicht? Gab's da zwei Sterne? Ja. Dann machst du beide, nicht mal beide im Strandlevel. Und wir haben noch diese komische mit den Löchern. Welche Löchern? Die eine, die eben noch zur Auswahl war, außer der Bienen. Ach, die? Ja, die ist blöd. Ja. Aber wir brauchen alle Sterne, die wir kriegen können. Genau. Also so viele wie möglich halt. Deshalb macht der Grübe was. Gerne. What? Mal sehen. Okay. Ja, wenn ihr seht, wie planlos ich bin, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wie lange ich dieses, oh mein Gott, Spiel nicht gespielt habe. Autsch. Wow, cool. Okay, das war peinlich. Und trotzdem, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt, dass es total frisch und gerade kommt. Ja. Und da wünschte ich mir, dass das von anderen Spielen genauso wäre, die ich so oft gespielt habe. Gruselig. Du hast das Quest angenommen, dass du 10.000 davon kaputt machen musst und einen Stern kriegst. Wo gibt's das? Wo ist der Questgeber? Aber dann ist Heroes of Ruin jetzt lang oder nicht lang? Gut. Also klar, es ist lang, aber es ist ja normal bei diesem Typ von Spiel, würde ich mal sagen. So, die rollen jetzt da in die Mulde rein und dann passiert was. Nein, sie rollen da nicht rein, weil dieses Ding ist. Dann muss ich mich da aufstellen. Okay. Wow. Ich wollte mir jetzt einen Stern vergeben. Okay, ich habe irgendwie bei dem Level nicht mit so Rätselkram gerechnet. Ich dachte, man müsste die ganze Zeit nur von den Dingern wegrennen. Also. Ja, das fällt mir aber trotzdem gut. Die sind so süß. Die werden voll glatt gemacht. Oh, die Kleinen sind ja zuckersüß. Und trotzdem finde ich das schade, dass die hier nicht so angeleint sind, so wie immer. Und einmal Bowser-Kopf. Musik ist auch schön. Nein, geh doch nicht da rein. Hey, wie funktioniert das hier? Ja, durchrennen. So ist das. Komisch. Oh. Flip Switches. Oh, okay, ich sollte aufhören, ich krieg so brennen. Echt? Ja. Jetzt schon? Ja. Boah, das ist aber übel. Dreh! Cool gemacht. Ja. Ich echt sagen. Nice. Boah, sieht groß aus. Ich würde aber auch mal sagen, wir machen einen ganz kurzen Cut an der Stelle. Freuen uns auf den nächsten Teil und sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.